Früher beim Nani daheim, wenn sie eben die kleinen Pinien gemacht hat, die wir jetzt hier gerade gesehen haben. Aber sie sehen auch, da wird gar nicht gekocht, das ist alles schon parat. Die kleinen Pinien sind in diesen Wärmeöfen. Da drinnen hat man die ganze Nacht durch eine Suppenschüssel aufgewärmt mit einer wahnsinnig technologischen Lösung mit Heißluftföhn, wo man sich starten kann. Ja, damit werden die Suppe warm. Und da drinnen ist der ganze Rest in diesen lustigen Boxen. Also alles schön warm. Ja, für 3000, knapp 3000 Leute kochen, das dauert ein Moment. Wenn ich koche, habe ich jeweils 12 Minuten. Ja, ich gebe es zu, es gibt dann auch nur Fertigpizza. Das ist bei Ihnen heute Abend zum Glück ein bisschen anders. Es ist fertig gekocht, es ist alles bereit. Und der Mann, der das Ganze dann im Griff hat, das ist der Christoph Dobler. Christoph, du hast mir gesagt, wir haben im Februar angefangen. Da hat man geplant, da hat man bestellt etc. Jetzt mal ganz kurz, für 3000 Leute kochen, was ist das Schwierigste? Ja, das Gleiche wie für die Frauen daheim. Man muss auf Zeit fertig sein, dass wenn die Leute hungrig heimkommen, dass man nachher dann loslassen kann. Also zeitig fertig sind, das sind wir. Trotzdem mit so vielen Leuten haben ein ausgeklügeltes System mit Reservieren. Da gibt es doch schon noch ein, zwei Knackpunkte, oder? Knackpunkte nicht. Ich denke, unsere Gäste, sie sind auch wie wir, unsere Mitarbeitenden seit Jahrzehnten dabei. Und sie wissen, wo durchlaufen und sind die Gäste sind hilfsbereit jedes Jahr. Alle müssen genau wissen, was machen. Ich habe noch ein paar Zahlen für Sie. 25 Kilo Bergackerbohnen, 500 Kilo Fleisch. 380 Kilo Herdöpfel und nochmal 380 Kilo Rüebli. Die gehen aber nicht einfach im Coop und Migros posten. Wie machst du das so für dich? Ich tue etwa vor einem halben Jahr mit den Produzenten Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Kleinmetzgerei, wir haben Bergackerbohnen aus dem Albulatal. Dort habe ich jetzt gerade die ganzen 25 Kilo, das war eigentlich der Jahresausschuss, den es hatte, also die Jahresproduktion, die es hatte, übernommen. Und wir produzieren hier vor Ort mit frischem Gemüse und frischen Produkten. Das ist heute Morgen gemacht worden. Danke vielmals, Christoph Dobler. Sie sehen, er hat alle Bergackerbohnen im Kanton Graubünden. Leerposten extra für Sie. Und jetzt, Damen und Herren, jetzt ist es bald so weit, dass serviert wird. Und für das braucht es mehr als zwei Leute. Und schauen Sie mal da rein. Da sind nämlich alle parat. Schauen Sie mal, die sind alle dafür da zum Servieren. Sie sind ein bisschen nervös und parat sind sie vor allem mit dem Wein. Können Sie mir schnell die Weinflaschen zeigen? Was gibt es? Ein Veltliner auf der einen Seite und ein Malanser auf der anderen Seite. Da wird jetzt gerade losgehen. Zum Schluss noch eine Frage. Wissen Sie, was gehört zu einer guten Flasche Wein? Wenig Leute.